Hi, hier sind Kevin von Velamed und Rudi von Proxomed. Und heute erzählen wir euch was über die Kombination von EMG und Isokinetik. Mit der Elektromyographie, kurz genannt EMG, messen wir die neuromuskuläre Aktivierung durch das Zentralnervensystem und können somit einen exakten und objektiven Einblick gewinnen in die Ansteuerung der Muskulatur. Somit können wir durch das EMG Fragen nicht nur zur Ansteuerung der Muskulatur, sondern auch zu Timing, Rekrutierung und Frequenzierung beantworten. Das EMG gibt uns daher Informationen über die Ansteuerung, über die intramuskuläre Koordination und aber auch über die Gelenkstabilisierung über einen gesamten Bewegungsradius hinweg. Der Biodex S4 ist ein isokinetisches Test- und Trainingssystem, mit dem wir alle großen Gelenke und die zugehörigen Muskelgruppen testen und trainieren können. Nach der EMG-Vorbereitung können wir jetzt beginnen, die Patientin auf dem Isokineten perfekt zu positionieren. Durch die unterschiedlichen Adapter und die Möglichkeiten, das Gerät zu verstellen in Höhe, Tiefe, Neigung, haben wir die Möglichkeit, immer optimale Gelenkwinkelpositionen einzustellen. Der isokinetische Widerstand zeichnet sich dadurch aus, dass in allen Gelenkwinkelpositionen die Muskulatur einen optimal angepassten Widerstand erhält. Das Bewegungsausmaß können wir individuell anpassen und haben jetzt die Möglichkeit, über eine Auswahl an Belastungsmodi den optimalen Belastungsmodus je nach Indikation auszusuchen. Nach der exakten Positionierung des Patienten starten wir die Messung am Isokineten zunächst. Beginnend mit ein paar Probewiederholungen zur Vorbereitung. Dann fixieren wir den Unterschenkel in der Startposition und starten die EMG-Messung. Nun werden zeitgleich die Daten des Isokineten zusammen mit dem EMG aufgenommen. Eine wichtige Limitation des EMGs ist die fehlende Information über die Kraft, die durch die neuromuskuläre Ansteuerung erzeugt wird. Die Kraft können wir wiederum ganz hervorragend mit dem isokinetischen System messen. Was uns allerdings fehlt, ist dabei herauszufinden, wie ist die neuromuskuläre Ansteuerung. Die Noaxon-Software misst sowohl EMG zeitsynchron mit den Daten des Isokineten. Daher ist die Kombination aus Isokinetik und EMG eine optimale Lösung, um die Limitationen beider Einzelmesssysteme in ihrer Gesamtheit und ihrer Kombination zu eliminieren. Nach 8 Wiederholungen ist der Testdurchgang beendet. Und ich kann auch somit hier die Noaxon-Software stoppen. Wir erhalten dann eine Auswertung der beiden Testergebnisse im Seitenvergleich.